Hallo und willkommen zur nächsten Folge. Ich habe ein bisschen Pause gehabt seit dem letzten Mal und wir stehen hier immer noch sicher auf unserem Fels. Da habe ich mich extra hingestellt, damit nicht irgendwelche Viecher uns zwischenzeitlich angreifen. Hat auch ganz gut geklappt. Okay, dann schauen wir mal in die aktuelle Quest. Entsandte des Schicksals. Eine finstere Verschwörung gegen Hermeus Mora stellt eine Bedrohung sowohl für die Welt der Sterblichen als auch Apokrypha dar. Der dätrische Fürst sucht eine sterbliche Entsandte, um das Unheil abzuwenden. Trefft Lehrer Mir die Weise in Negrom, um euch der Sache des Schicksals anzuschließen. Gut, haben wir ja gemacht. Leramil sieht drei Pfade, die die Bedrohung für Hermeus Mora offenbaren können. Einer führt zur Nekropole von Negrom, einer nach Tel Rendis und einer nach Alavelis. Ich muss den Fäden des Schicksals folgen, um die Verschwörer zu demaskieren. Ja, das mit der Nekropole haben wir ja schon durch. Und jetzt sind wir bei Tel Rendis, meine ich. Gut. Ja, es ist schon wieder ein bisschen dunkel hier. Steigen wir mal vorsichtig runter. Die Schicksalsfäden ziehen uns beide zu diesem Ort, Entsandte. Tel Rendis, einst das Heim eines mächtigen Telvanni-Magisters namens Mellen der Mundlose. Doch nun steht er leer. Soweit ich es beurteilen kann, weiß niemand, was dem Zaubermeister dieses Turms zugestoßen ist. Sind wir deshalb hier, um herauszufinden, was geschehen ist? Das muss erst noch bestimmt werden. Die Fäden eines der Schicksalsstränge, die mir offenbart wurden, laufen an diesem Ort zusammen. Hermeus Mora erwartet von uns, dass wir alles Weitere selbst in Erfahrung bringen. Von den drei Orten erfordert dieser hier meine Anwesenheit, um euch zu unterstützen. Mhm. Warum ist dieser Ort wichtiger als die beiden anderen Städten? Ich habe nie gesagt, dass er wichtiger wäre. Nur, dass das Schicksal uns beide hier braucht. Alles Weitere werden wir herausfinden müssen. Ich spüre eine verweilende Präsenz, eine Verbindung nach Apokrypha. Helft mir, diesen Ort zu untersuchen, und Hermeus Mora wird euch belohnen. Ich werde euch helfen, Tel Rendis zu untersuchen. Wo fangen wir an? Ich möchte den Turm und sein Gelände untersuchen. Die Schicksalsfäden hängen an diesem Ort wie Spinnweben aus Möglichkeiten und Folgen. Erkunden wir die Mitte der Anlage und finden wir heraus, wo diese Fäden uns hinbringen. Was könnt ihr mir über die Telvanni erzählen? Die Telvanni sind eines der größten Dunmeerhäuser. Sie konzentrieren sich auf Magie und die arkanen Künste. Und sie erachten Macht, Skrupellosigkeit und Ehrgeiz als von größter Wichtigkeit. Wir müssen vorsichtig im Umgang mit ihnen sein, denn sie sind vor allem gefährlich. Ihr hattet einen Namen erwähnt. Mellen der Mundlose. Ja, doch ich konnte nicht viel in Erfahrung bringen. Nur, dass ihm dieser Turm gehört, aber man ihn eine Weile nicht gesehen hat. Dieser Ort gilt als verlassen. Er war ein Telvanni-Magister, der höchste Rang seines Hauses, dessen Mitglieder nur dem Erzmagister unterstellt sind. Was bedeutet es, dass er mundlos war? Telvanni-Meister und Magister meiden übermäßigen Umgang mit anderen, da sie von allen Seiten Gefahren fürchten. Deshalb setzen sie Agenten ein, die sie vertreten. Münder. Mellen verweigerte sich dieser Praktik und wurde daher der Mundlose genannt. Ich gehe davon aus, dass sein Turm eine Festung ist. Hm. Ach so. So ein bisschen wie bei Herr der Ringe. Der Mund Saurons. Dann wechseln wir mal auf der Geist des Schicksals. Lehrer Mir die Weise hat mich an einem verlassenen Turm in Tel Rendis getroffen. Sie spürt, dass es uns beide brauchen wird, um zu erfahren, warum Tel Rendis wichtig dafür ist, die Bedrohung für Hermeus Mora und Nirn hier aufzuhalten. Lehrer Mir hat vorgeschlagen, dass wir zum Zentrum des Turmgeländes gehen und nachsehen, was wir dort finden.
Oh. Da ist auch schon wieder was alle. Dämmersäbel, hier, seid vorsichtig, Entsandte. Ich musste mich diesen Vampirsöldnern schon stellen. Ja, das ist natürlich in einem MMO irgendwie blöd, wenn man an so einen neuen Ort kommt und da merkt man gleich schon, was da für ein Kampf stattfindet. Eisenatronarchenbär? Ich möchte den Turm und sein Gelände untersuchen. Die Schicksalsfäden hängen an diesem Ort wie Spinnweben aus Möglichkeiten und Folgen. Erkunden wir die Mitte der Anlage und finden wir heraus, wo diese Fäden uns hinbringen. Die Vampirsöldner. Die Abwehrmechanismen des Turms beschäftigen sie ausreichend. Ah. Okay, mal gucken, ob wir hier schon hochspringen können einfach. Aber das ist wahrscheinlich nicht gewollt. Wir sollen wahrscheinlich... Oh. Okay. Ich nehme es zurück. Oh. Ein Bericht über die Dämmersäbel. Okay. Das gehört natürlich schon irgendwie hier dazu, deswegen lesen wir das mal. Ein Bericht über die Dämmersäbel. Primas Rentias, Große Kapelle von Arkai, Shadin Hall. Eure Exzellenz, mit diesen Zeilen lasse ich euch meinen Bericht über die Ermittlungen zum Vorfall bei Harluns Wacht zukommen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass eine Bande Bravilscher Freibeuter beinahe ausgelöscht wurde, als sie in den Ruinen der Stadt ihr Lager aufschlug. Die einzige Überlebende erzählte eine Geschichte über Klingen in den Schatten und Unholde mit blutriefenden Reißzähnen. Dies war eindeutig nicht das Werk des ansässigen Goblinstammes, also wurde ich entsandt, um die Kreaturen aufzuspüren, die hinter dem Überfall steckten. Ich befragte die Bravilsche Überlebende, die mir einen Namen nannte. Die Dämmersäbel. Diese Vampire verdingen sich als Elite-Söldner und verkaufen ihr Schwert und ihre Reißzähne an Kunden, die sich ihre einzigartigen Dienste leisten können. In diesem Fall waren die Dämmersäbel angeheuert worden von einem Telvanni-Magier, für den sie den Aliden-Schatz bergen sollten, hinter dem auch die Bravila Herr gewesen waren. Ich machte mich auf nach Morrowind, um diese Bedrohung zu eliminieren. Natürlich verkleidet, da Mitglieder unseres Ordens in den Landen des Tempels des Tribunals nicht willkommen sind. Kreaturen wie den Dämmersäbeln darf es nicht erlaubt sein, Arkais heiliger Gerechtigkeit zu entkommen, ganz egal, wo sie sich verstecken. In einer Taverne in Voos fand ich die Dämmersäbel schließlich, oder besser gesagt, fanden sie mich. Ich hatte einen verdächtigen Dunkelelfen beobachtet und darauf gewartet, dass er aufbricht, damit ich ihm in sein Versteck folgen konnte. Aber als er im Lauf des Abends keinerlei Anstalten machte zu gehen, gab ich schließlich auf. Und genau diesen Augenblick nutzte er, um aufzustehen und sich mir zu nähern. Ihr müsst doch jetzt nicht gehen, Priester, sprach er mit aufblitzenden Eckzähnen. Hier ist niemand mehr, außer euch und uns. Da fiel mir auf, dass mich die Dunkelelfen, die sich noch in der Wirtschaft befanden, allesamt ansahen, ihre Augen blutrot und hungrig. Ich verfluchte meine Achtlosigkeit und machte mich bereit, Arkais Licht zu rufen und mein Leben teuer zu verkaufen. Aber der Vampir mir gegenüber hob eine Hand. Deswegen sind wir nicht hier, sprach er. Und er setzte sich mir gegenüber an den Tisch. Weswegen dann? Fragte ich. Ich habe kein Interesse an einem Plausch mit euch, Monster. Tötet mich, wenn ihr könnt, aber die Ordinatoren des Tribunals werden mein Werk schon bald vollenden. Der Vampir lächelte.
In manchen Gegenden von Morrowind mag das ja so sein. Aber wir befinden uns in den Landen des Hauses Tel'vanni, mein Freund. Das Tribunal hat hier nur wenig Macht. Wir stehen unter... Na toll. Gut, und da sind wir wieder. Ich habe gerade hier 10 Minuten Pause gemacht. Irgendwie stürzt das in letzter Zeit echt immer mal wieder ab. Das finde ich echt ein bisschen nervig. Gut, wir machen weiter. Gut, wo waren wir? Das Tribunal hat hier wenig Macht. Naja. Wir stehen unter dem Schutz der Meister, die sich entschieden haben, uns anzuheuern. Ihr und alle anderen Zeloten eurer Kapelle könnt nicht gegen uns vorgehen, ohne ihren Zorn zu provozieren. Wollt ihr mir jetzt weismachen, dass ihr mich zu meinem eigenen Besten warnt? Erwiderte ich. Ich warne euch, weil es in meinem Interesse liegt. Überbringt eurem Orden diese Nachricht. Wenn ihr einen Dämmersäbel auf der Tel'vanni-Halbinsel angreift, greift ihr den Meister an, der uns beauftragt hat. Fragt euch selbst, ob ihr eine Fehde mit einem Tel'vanni-Meister riskieren möchtet. Wenn die Antwort Nein lautet, dann solltet ihr andernorts Vampire jagen gehen. Welcher Meister hat euch beauftragt, wollte ich wissen. Alle tun sie das, früher oder später, antwortete mein Kontrahent mit einem kalten Lächeln. Wir sind sehr gut in dem, was wir tun. Und jetzt geht. Widerwillig verließ ich die Taverne. Es erschien mir ratsamer, dafür zu sorgen, dass diese Nachricht die Kapelle erreicht, als einen Kampf vom Zaun zu brechen, den ich vermutlich nicht gewinnen konnte. Wie ihr seht, haben wir hier nur sehr wenig Freunde. Die Tel'vanni sind nur allzu bereit, Vampire in ihrer Mitte zu dulden, solange diese sich für den ein oder anderen Meister als nützlich erweisen. Und offenbar sind die Dämmersäbel tatsächlich höchst nützlich. Euer Diener, Kapellenwächter Eratio Flenner. Gut, ich schau nochmal. Okay, das mit der Aufnahme läuft. Ja, finde ich, wie gesagt, habe ich ja öfters schon mal gesagt, immer so ein bisschen schwierig. Man findet dann so tolle Berichte wie diesen hier und das ist eben sehr, sehr schön geschrieben. Hat auch nochmal so einen kleinen Twist, dass man hier nicht, also dass die göttlichen Diener hier, die Priester nicht einfach, wie sie es sonst tun würden, vom Orden her Vampire jagen könnten hier auf der Tel'vanni-Halbinsel, weil ja, die dann angeheuert sind und so weiter. Also sehr interessant. Und bei Skyrim und so wäre das eben auch ja, ich sag mal, eingebettet gewesen in eine oftmals, zumindest die ersten und mittleren Stufen hinweg, eine relativ bedrohliche, coole, atmosphärische Umgebung. Das ist ja auch ungefähr so, nur das Bedrohliche ist eben nicht da, weil naja, man trifft halt die Dämmersäbel, haben wir ja auch schon. Und die sind natürlich wie alle anderen normalen Gegner alles andere als bedrohlich. Die steckt man eben mal so kurz weg und eigentlich nerven sie nur beim Vorankommen. Ja. Und diese Diskrepanz, die finde ich eben echt immer so schade. Aber der ist irgendwie gar nicht feindlich. Hä? Ich weiß nicht, was die da machen, aber das finde ich nicht so gut irgendwie. Lasst das Schicksal eure Lebenskraft erneuern, Entsandte. Moment mal. Pause. Meisterin Shelreni, die Verteidigung des Turms besteht weiterhin. Mellen war gründlich, das gestehe ich ihm zu. Gibt es Neuigkeiten vom Turm? Nichts Neues. Ich halte euch auf dem Laufenden. Tut das, Hauptmann. Ihr da, tretet vor. Ihr gehört nicht zu den Dämmersäbeln. Eine Tel'vanni-Meisterin. Sprecht mit ihr, Entsandte.
Wir haben ganz schön viele Erfahrungspunkte gekriegt. Sprecht mit der Telvanni-Meisterin, doch seid auf der Hut. Findet heraus, warum sie hier ist, aber verratet nicht mehr als nötig darüber, warum wir in Telrendis sind. Okay. Die sind alle nicht wirklich böse gesinnt. Man kann sogar noch mit dem reden hier. Sprecht mit meiner Auftraggeberin, Fremde. Meisterin Shelreni ist nicht gerade für ihre Geduld berühmt. Ich erwartete Telrendis heute für mich allein zu haben. Und ihr seid sicher keiner von Hauptmann Zenfes Vampirsöldnern. Also, wer seid ihr und warum seid ihr in diesen Turm gekommen? Ich bin Tahira Eisauge. Wir hatten gehört, dieser Ort wäre verlassen. Verlassen ja, doch nicht ohne Verteidigung. Telrendis ist ein gefährlicher Ort, Fella. Ich rate euch, den Dämmersäbeln nicht in die Quere zu kommen. Und es scheint, dass Mählen der Mundlose Telrendis gut geschützt zurückgelassen hat, wie meine Söldner bezeugen können. Mählen der Mundlose? Oh, der Telvanni-Magister, dem dieser Ort gehörte. Er ist schon seit Jahrzehnten verschwunden. Der alte Narr hatte ein Buch, das ich sehr gern meiner Bibliothek hinzufügen würde. Plündert, wie es euch beliebt. Doch wisset, dass das Buch mir gehört. Und warum seid ihr wirklich hier? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, eindrucksvolles Gewand, das sie da trägt. Arm ist sie schon mal nicht. Naja, ist ja auch eine Telvanni-Meisterin. Aber wir tragen auch ein tolles Telvanni-Gewand. Das war hier außerhalb des Spiels auch, also es war relativ teuer. Da ärgere ich mich eigentlich immer noch, dass ich das gekauft habe damals. Damals habe ich immer die Dinge, die ich sehr besonders fand und die eher selten waren, die habe ich dann auch mal gekauft. Naja. Gut, also wir wollen ja eigentlich nichts von Herrn Meus Mohr erzählen. Deswegen lügen wir. Wie ihr es euch schon dachtet, bin ich hier, um so viel wie möglich in diesem verlassenen Turm zu plündern. Eine fähige Abenteurerin könnte genau das sein, was ich brauche. Die Schutzzauber von Telrendis sind dafür gedacht, andere Telvanni-Zaubermeister draußen zu halten, einschließlich mir. Und da die Dämmersäbel feststecken, habe ich einen Vorschlag für euch. Warum stecken die denn fest? Außerdem sind wir natürlich mittlerweile keine einfache Abenteurerin mehr, sondern echt eine, ja, weitgereiste Heldin, die schon sehr, sehr viel gemacht hat. Was für ein Vorschlag? Findet einen Weg in den Turm und durchbrecht Mails Verteidigung, damit ich das gesuchte Buch bergen kann. Danach könnt ihr euch um eure Angelegenheiten kümmern, mit dem Dank einer Telvanni-Meisterin. Und was sagt ihr? Haben wir eine Übereinkunft? Wir werden helfen, einen Weg in den Turm zu finden. Ich schlage vor, wir fangen mit der alten Halle von Telrendis an. Südwestlich des Lagers. Hauptmann Zenfis meldet, dass seine Dämmersäbel dort Schwierigkeiten haben. Falls ihr erfolgreich seid, wo sie bisher versagten, sorge ich dafür, dass es sich für euch lohnt. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das Erste hier sagen sollten. Weil dann sprechen wir ja doch Hermeus Mohr an. Aber ich wäre auch mal interessiert, ob das jetzt ein Fauxpas wäre. Ob das Lügen dann quasi nichts gebracht hätte eben. Erzählt mir mehr über euch selbst. Ein Appell an meine Eitelkeit? Wie reizend. Und klug. Wir Telvanni halten viel von uns selbst und genießen es, dies allen mitzuteilen. Ich bin eine fähige Magierin, wie ihr euch denken könnt. Und ich habe mir das Recht, eine Meisterinnenkapuze zu tragen, mehr als verdient. Eigentlich sollte ich eine Magistra sein. Eine Magistra? Der nächste Rang im Haus, der es mir erlauben würde, den Erzmagister herauszufordern. Ich erwarte, dass mir dieser Rang schon bald verliehen wird. Nun, gab es da nicht einen Turm, in den ihr einbrechen wolltet? Habt ihr Kultisten der verborgenen Sippe hier gesehen? Oder einen Dremora namens Torvesart?
Hier gibt es keine Kultisten. Nur meine Dämmersäbel und die Verteidiger, die Mellen der Mundlose zurückließ. Doch mich würde interessieren, woher ihr Torvesaat kennt. Wo seid ihr ihm begegnet? Ja, das ist auch schon wieder so eine Sache, ne? Ob man das sagt oder nicht. Aber wie gesagt, wir machen das einfach mal. Torvesaat hat mit der verborgenen Sippe zusammengearbeitet, um ein Relikt aus der Nekropole von Nekrom zu stehlen. Kennt ihr ihn? In einigen Gegenden gilt es als unhöflich, so etwas zu fragen. Ich bin eine Telvanni-Meisterin. Ich kenne viele Dremora. Meine Geschäfte mit ihnen gehen euch nichts an. Doch wenn ihr es unbedingt wissen müsst, ich hatte mit etwaigen Geschehnissen in Nekrom nichts zu tun. Na gut. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob das uns jetzt in die Scheiße reitet. Wir machen es einfach mal. Die Dämmersäbel. Habt ihr sie entsandt, um Hermeus Moras Smaragdglyphik zu beschaffen? Ich sammle arkane Relikte für La. Es ist so etwas wie eine Obsession von mir. Ich schicke die Dämmersäbel, um sehr viele Dinge für mich zu bergen. Eine Glyphik, sagt ihr. Ich müsste in mein Hauptbuch sehen. Es stehen so viele Dinge auf meiner Liste. Die Dämmersäbel haben viele Anhänger von Hermeus Mor ermordet, um an die Glyphik zu gelangen. Seid ihr euch sicher, dass es Dämmersäbel waren? Meiner Erfahrung nach ist es schwierig, einen Vampir vom anderen zu unterscheiden. Deshalb bestehe ich darauf, dass Hauptmann Zenfis ein Namensschild trägt. Ich sage den Dämmersäbeln nie, wie sie ihre Arbeit zu machen haben. Söldner, was soll man da tun? Dass er ein Namensschild trägt. Wie geil. So ein harter Vampir-Söldner. Na gut. Diese Telvanni sollte beobachtet werden. Doch der Turm bleibt der Dreh- und Angelpunkt unserer Ermittlung. Finden wir einen Weg... Meisterin Shereni hat mehr hiermit zu tun, als sie eingesteht. Doch ich spüre, dass unser Ziel hier im Turm ist. Gehen wir zur alten Halle und versuchen wir, von dort aus in den Turm zu gelangen. Ja, ich habe sie nicht ausreden lassen. Blöd, na gut. Meisterin Shereni scheint es darauf abgesehen zu haben, das Buch zu erlangen, das sie erwähnte. In der Tat. Ob dieses Buch an die Fäden gebunden ist, die uns hierher führten oder nicht, muss noch bestimmt werden. Machen wir uns auf den Weg zum Turm und sehen wir nach, was uns das Schicksal offenbart. Meisterin der Zauberei. Mal gucken, ob unsere Kleidung auch so ist. Telvanni, Meister der Zauberei. Gut. Dann haben wir eben einfach nur ein etwas anderes aussehendes Meistergewand. Eher rüstungsmäßig. Gut. Wir schauen uns natürlich noch mal ein bisschen hier um. Na, was haben wir hier? Okay, das müssen wir natürlich auch noch lesen. Meisterin Shilrenis Befehle. Dämmerhauptmann Zenfis, mein Werk in Telrendis ist noch nicht ganz getan. Entsendet eine starke Kompanie Dämmersäbel und richtet ein Lager beim Turm ein. Ich stoße dort zu euch. Versucht nicht, Telrendis vor meiner Ankunft zu betreten. Mellen, der Mundlose, hat mächtige Verteidigungsvorkehrungen getroffen, die zu umgehen eine Weile dauern wird. Dieser verfluchte alte Narr. Meisterin Shereni Baru. Ja, gut. Leerer Seelenstein brauche ich nun nicht. Selbst ein alter Sack kann einen Schatz bergen. Okay. Okay, hier haben die kleine Palisade offensichtlich aufgebaut. Oder die bestand schon vorher? Die haben wir ja wirklich mega großes Feuer aufgebaut. In der Richtung bewachen die auch alles, okay.
Okay, hier ist zu. So hoch ist der Turm gar nicht. Ach, die Leute haben hier irgendwelche Wächter wahrscheinlich einfach angegriffen, ne? Und die Dämmersäbel wahrscheinlich auch noch mit. Ah, Dämmersäbelbericht gibt's hier auch noch. Wie angewiesen habe ich eine Kompanie Dämmersäbel zusammengestellt und ein Lager bei Telrendes aufgeschlagen. Es dauerte nicht lange, bis wir in Erfahrung brachten, dass die Verteidigungsvorkehrungen des vermissten Magiers noch aktiv und recht gefährlich sind. Wir können an diesem Ort keine drei Schritte tun, ohne die Aufmerksamkeit wütender Atronarchen auf uns zu lenken. Eine schnelle Erkundung ergab Folgendes. Turm des Magiers versiegelt. Stallungen zerstört. Bedienstetenquartiere nichts von Interesse. Alte Halle geschützt durch einen merkwürdigen Zauber. Präfektorium bewacht von Atronarchen jetzt gesäubert. Gästequartiere bewacht von Atronarchen. Es ist sinnlos, weiter vorzugehen, bevor Meisterin Schilrini hier ist. Sie wird zweifellos unzufrieden sein. Dämmerhauptmann Zentvis. Refektorium. Ist, glaube ich, so eine Art Speisesaal. Ja, Inventar halten wir noch locker aus. Moment. Ah, da. Okay, dann gehen wir hier auch nochmal lang. Wow. Sucher des Herolds. Die habe ich das letzte Mal bei Skyrim DLC erlebt. Scheiße. Die kann man gar nicht besiegen, oder was? Die Schicksalsströme hauchen euch neues Leben ein. Wow. Kann man die... Okay, Er kriegt Schaden? Lasst eure Kraft durch die Schicksalsfäden wiederherstellen. Okay. What? Ich werde euch rächen. Okay. Ich meine, ich weiß noch, dass die damals auch relativ krass war. Aber das ist ja wohl ultra heftig. Kann man ja quasi fast gar nicht besiegen. Sucher des Herolds? Ja, von was für ein Herold? Oder ist damit Hemias Mora selbst gemeint? Ja, gut. Ja, das lassen wir, glaube ich, erstmal. Aber der greift einen anscheinend auch nicht direkt an. Ja, und das ist auch wieder so dieses, es geht einfach nur darum, wie viel Schaden macht man, wie viel kommt durch und nicht irgendwie kann man vielleicht noch irgendwelchen Angriffen ausweichen und so weiter. Ich meine, eigentlich ist das Spiel als MMO eh schon so gemacht, dass man ständig irgendwie rumrollen kann und so weiter, dass da irgendwelche Flächen sind, denen man ausweichen muss. Aber, also man hat das Gefühl, es ist eben auch nicht komplett unwichtig, dass man mal ausweichen kann. Aber eigentlich kann man das nicht wirklich. Ich meine, wenn man hinter der Ecke ist, dann allen irgendwelche Pfeile oder Magie, die kommt ja trotzdem einfach durch, ne? Gut. Zum Spaß versuchen wir es einfach nochmal. Los geht's! Wow.
Ah, ich habe auch letztes Mal falsch gedrückt, tatsächlich. Ich habe mal nicht so richtig auf Heilen gedrückt. Wow. Alter. Ich glaube, den muss man auch eher mit Bären angreifen. Alter Schwede. Ja, nee, ich glaube, den muss man. Den muss man mit mehreren Leuten eigentlich angreifen. Ach, stimmt, ich war ja letztes Mal auch im Fernkampf, da konnte ich mich gar nicht heilen. Heftig, ey. Aber so einen zu, allein zu besiegen, das dauert ja unendlich lange. Was ist mit so einem heftigen Endgegner eigentlich? Boah, man macht dem ja fast überhaupt keinen Schaden. Oder ist hier noch irgendwie so ein komisches Symbol, so ein Totenkopf-Symbol auf der Karte? Nee, eigentlich nicht. Krass, der schickt hier auch immer irgendwelche Magien, die direkt einfach mitkommen zu einem. Okay. Hauchen euch neues Leben ein. Verbuchen wir das mal, als dass wir einfach ausgewichen sind. Okay, wir sind offiziell sogar noch im Kampf. Das ist ja bescheuert. Och, was soll denn das? Ja, wie lange soll denn hier der Kampf noch dauern? Ey. Ja, da ist was. Albtraumversteck, aber... Okay. Jetzt sind wir anscheinend offiziell raus aus dem Kampf. Ah, ich wollte sowieso mal das Reittier wechseln. Ja, ach so, Sporenross, ne? Und bei den Begleitern gab es doch auch irgendwie... ja, wobei, wir können ja diese Sporen-Sendjungs mal nehmen. Aber wir haben auch eigentlich was Dätrisches. Hier, Taschenbeobachter des schiffenden Auges. Oder hatte man dann noch irgendwas Krasses bekommen? Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee. Nee, das Sporenrost, das war schon... Nee, doch, Eremitischer Diener, na klar. Das war das aus der Deluxe Edition quasi.
Hier müsste der wieder rumschweben. Genau. Aber dass der auch gleich rot ist, ne? Ich meine, er greift ihn ja anscheinend nicht wirklich an, aber den müssen sie doch eigentlich mal auf gelb stellen. Naja, gut. Ach so, ja, da reingehen und dann speichern. Also rausgehen ist ja auch blöd. Dann wird man, glaube ich, wieder direkt hier rausgesetzt. Okay, dann machen wir mal hier vor der Tür den Cut. Ich hoffe mal, dass der Sucher nicht so viel rumsucht, dass er uns dann quasi killt. Und wenn ich dann nächstes Mal neu lade, dass wir dann besiegt sind. Das hatte ich ja irgendwann schon mal in Elsewhere mit irgendwelchen Banditen. Aber gut, ja. Dann schauen wir mal nächstes Mal, was wir hier in der Halle so finden. Welchen Geheimnissen wir vielleicht noch auf die Spur kommen. Und, ach, da hat einer den angegriffen. Na toll. Okay, ich glaube, wir müssen uns hier einfach mal irgendeinen ruhigen Ort suchen. Das ist ja total anstrengend. Okay, ich glaube, hier oben, hier greift uns keiner einfach an. Gut, dann also erstmal bis hierher und bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Es ist nicht wahr, ne? Okay, er ist nicht bis hierher gekommen eigentlich, aber durch unser Involviertsein in den Kampf ist er gekommen. Nur weil irgendein Idiot den da getriggert hat. Und der greift anscheinend gleich Gruppen an, dann. Naja. Gut. Ja, keine Ahnung, ob der andere Typ von dem schon gekillt wurde oder einfach abgehauen ist, aber er hat dann anscheinend uns verfolgt. Na gut. Aber von alleine kommt er hier bestimmt nicht her. Gut, dann aber jetzt endlich. Bis zum nächsten Mal und ja, tschüss.